schlechter Kerl, das wollte ich hier nur mal sagen. Aber eins steckt tief in jedem Mann, der Instinkt zum Jagen. Tiere töten finde ich eigentlich ganz tragisch. Jesus wär in unserer Zeit sicher vegetarisch. Was hätte er denn heute getan, das würde ich ihn gern fragen. Ich bin ein Fan von ihm, das sagt der Fisch an meinem Wagen. Jesus sitzt bis heute mit uns in einem Boot. Er hatte immer schon den Blick für andere Leute Not. Er hat in seinem Leben so einiges geschafft. Ich frag mich manchmal, Junge, woher hatte er die Kraft? Wenn er nicht mehr konnte, ging er an einen Ort, einsam unterm Wasser, und was machte er dort? Jesus war ein Angler, er hatte eine Mission. Es ist schon nicht leicht, Mensch zu sein und auch noch Gottes Sohn. Jesus war ein Angler, das kann kein Zufall sein, und ich gehöre zu seinem Verein. Jesus saß mit vielen draußen auf dem Feld. Sie hatten nichts zu essen und erst recht kein Geld. Der Herr ist euer Hirte, es wird euch an nichts mangeln, sagt er zu seinen Leuten und schickt die Jünger angeln. Dann sah er zum Himmel, als der Hunger drohte, und er segnete die Fische und auch ein paar Brote. 5000 wurden satt davon, vielleicht lag's auch am Gras, das da in der Nähe war. So macht Christ seinen Spaß. Doch das ging nicht lange so, sie ließen ihn am Morgen. Ich frag mich manchmal, was wäre wohl sonst aus uns geworden. Er war ihnen so unbequem, das ist bis heute so. Ich folge ihm aufs Wasser und das macht mich froh. Und das macht mich froh. Jesus war ein Angler, dann wird auch völlig klar, dass übers Wasser gehen dabei ein echter Vorteil war. Jesus war ein Angler, das kann kein Zufall sein, und ich gehöre zu seinem Verein. Selbst als er schon tot war, kam er nochmal an den See. Die Jünger hatten nichts im Netz, es war ganz in der Nähe. Petrus sagt, das bringt doch nichts, da beißt nicht mein Barsch. Extra so früh aufgestanden und alles für den Jesus sagt, fahrt nochmal raus, ihr dürft nicht länger warten. Und dann hat er ihnen seine besten Plätze verraten. Bis heut Peti Hai, das ist ein alter Brauch. Jesus war ein Angler, das kann kein Zufall sein, und ich gehöre zu seinem Verein. Man darf nicht alles glauben, das muss man kritisch sehen. Die alten Traditionen und mit der Zeit zu gehen. Die Frauen und der Zölibat, das kann ich nicht verstehen. Frauen sind nicht schlechter, nur weil sie nicht angeln gehen. Gott lädt alle Menschen ein an seinem Tisch. Doch warum gibt's immer Brot und Wein und nicht auch mal Fisch? Dabei mit Hacken und Blei den Spuren meines Herrn. Jesus war ein Angler, das kann nicht anders sein, und ich gehöre zu seinem. Jesus war ein Angler, nichts Menschliches ihm fern, und ich folge dabei mit Hacken und Blei den Spuren meines Herrn. Jesus war ein Angler,
Ich gehör zu seinem Verein.